Helfenberger, Sie haben ein riesiges Werk vorgelegt, Schwarzbuch EU und NATO, wo das ganze Panorama entfaltet wird der imperialistischen Aggression seit über 100 Jahren. Und Sie waren einer der Ersten, ich erinnere mich an eine Veranstaltung, die wir vor 2 Jahren hatten, wo Sie schon gesagt haben, jetzt geht's wieder in den Krieg. Ich habe damals noch gesagt, Effenberger, das ist übertrieben. Woher kommt Ihr gutes Gespür für die Dramatik der Situation? Sie waren ja selber früher Offizier der Bundeswehr. Kommt es vielleicht daher? Ja, mit Sicherheit auch. Also ich bin mit 1964, mit 18 Jahren, in die Pioniertruppe eingetreten als Offizieranwärter. Und hatte mich auf 12 Jahre verpflichtet und hatte in den verschiedenen Verbänden doch Einblicke bekommen, die mich sehr zum Nachdenken angeregt haben. Da war zunächst 1968 der Einmarsch der Warschauer Pakttruppen in die Tschechoslowakei. Mein Kompaniechef machte Urlaub in Spanien und ich habe dann als Leutnant, gerade 22 geworden, die Kompanie geführt. Es wurde Bereitschaft ausgerufen und wir haben nächtliche Befehlsausgabe und die Ausbildung wurde auf Kriegsausbildung umgestellt. Da war mir bewusst, dass ein Krieg und Bereitschaft natürlich auch, dass ein Krieg durchaus im Rahmen des Möglichen ist. Also damals war die NATO bereit, auch in die Tschechoslowakei einzumarschieren? Es sah so aus. Also die amerikanischen Verbände da in Ambek, also in der Oberpfalz, wurden aktiviert, mehr oder weniger. Wir wurden in Bereitschaft gehalten. Also das war untrüglich eigentlich, dass die Möglichkeit bestand, dass das eskalieren würde. Ja, hallo Frau Motschmann, vielen Dank einmal, dass Sie uns hier eingeladen haben von eurem KV München zu dem Infoabend, wo heute Herr Effenberger heute einen super, super, super Vortrag gehalten hat. Hat mich gefreut und es waren ja doch relativ viele Besucher da. Was haben Sie denn so dazu zu sagen? Ja, also wir laden natürlich immer Menschen ein, die nicht in der Basis sind, weil es geht ja darum, Basisdemokratie geht ja nur mit anderen Menschen auch, also egal welcher Partei auch, also wenn hier irgendwelche von der CSU oder CDU oder FDP oder von den Grünen oder was auch immer, es geht ja wirklich um die Wahrnehmung und über die geschichtliche Darbietung von dem Herrn Effenberger, die wirklich großartig war. Er hat sehr über die NATO gesprochen, er hat auch über die ganzen Strukturen der letzten, sagen wir mal, 100 Jahre im Bereich von, was weiß ich, Rockefeller bis hin zu Bill Gates und dergleichen, einfach so ein bisschen eine auch Darstellung von den Kriegen, von der NATO, wie sie sich in den letzten Jahren auch, ja, sagen wir mal, entwickelt hat. Auch über den Maidan hat er einiges dargestellt, auch über den Krieg natürlich jetzt in der Ukraine, auch den Jugoslawienkrieg mit Kosovo. Es war doch ein sehr, sehr interessanter Beitrag oder Vortrag, den der Herr Effenberger dargestellt hat. Er ist weniger eingegangen auf das Welt Economy Forum,
und den Transhumanismus. Also die wirtschaftliche Seite hat er schon beleuchtet, aber diese nicht. Aber man muss ja nicht immer alles beleuchten. Das ist ja auch sehr, sehr wichtig, dass wir Segmente aus der Geschichte und aus der Wirtschaft dargestellt bekommen, um uns selbst eine Meinung zu bilden. Und diese Meinungsbildung war für mich jetzt sehr interessant. Auch die Fragen im Nachgang waren sehr interessant. Und ich denke mir mal, das ist auch sehr schön, dass Sie mit dabei waren wieder als freie Journalist, um das eben aufzunehmen und das nach draußen zu bringen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Und es ist auch schön, dass eben der KV München, ich bin ja im Landesverband, und ich vielen Dank an den KV München, dass er diese Möglichkeit den Menschen hier in München zur Verfügung gestellt hat. Es sind leider nur irgendwie 50 Leute hier gewesen. Aber wenn ich kurz unterbreche, ja, bitte gerne. Aber es waren relativ viele Nicht-Mitglieder da. Wie war das Verhältnis? Ja, ich schätze mal so 50-50. Es waren einige Mitglieder und einige Nicht-Mitglieder. Also ich finde es auch sehr wichtig, dass eigentlich fände ich das genial, wenn bei zu solchen Vorträgen, wenn wirklich, sagen wir mal, 100, 200.000 Menschen kämen, die sich solche Vorträge auch anhören, damit sie ein bisschen geschichtlichen Hintergrund bekommen, auch eine andere Perspektive, ob sie jetzt richtig ist oder falsch, man muss immer selbst auch recherchieren in der heutigen Zeit, deswegen sage ich auch ZDF, ARD, die ganzen öffentlich-rechtlichen Medien immer wieder hinterfragen, was ich jetzt schon festgestellt habe, sind die leider Gottes mit Vorsicht zu genießen, aber das ist im Allgemeinen, wir haben ja momentan auch durch unsere Digitalisierung und auch durch ChatGPT, da wo man auch ein bisschen aufpassen muss wegen Google, aber wir haben eine Vielfalt und die Vielfalt macht es aus, man muss in der heutigen Zeit einfach auch selbst recherchieren, vielleicht sogar in die Bibliotheken gehen und sich die ganzen alten Sachen mal durchlesen, um die wirklich Wahrheit zu hinterfragen und die Wahrheit zu suchen. Aber sie kommt ja immer mehr auch ans Tageslicht. Gerade unsere Politiker werden immer mehr sozusagen dargestellt als das, was sie leider Gottes sind momentan. Interessant war übrigens, ja. Da war jemand da mit der Fragestunde, oder nachher die Fragen, und da hat einer zugegeben und gesagt, ich bin ein echter Linker. Und er hat irgendwie so Thesen vertreten, die ihm der Herr Effenberger dann ganz schön das Gegenteil bewiesen hat, weil er so eine Meinung hat, dass die Deutschen die Welt erobern wollen. Da hat der Herr Effenberger sehr interessant über frühere Zeiten gesprochen. Also die wenigsten Leute wissen es, was aber in seinen Büchern steht, ist ja nicht, wie Hitler an die Macht kam, was alles war früher. Also es sind einige Sachen, die normalen Bürger überhaupt nicht wissen. Ja, da hat der junge Herr hat gefragt, ob nicht die Deutschen auch Imperialisten sind. Und das ist auch sehr interessant. Die Deutschen waren die am wenigsten Imperialismus betrieben haben in Afrika. Also da gab es nur Tansania und Südwestafrika. Und da ist, ja, der Deutsche ist der Deutsche und nichtsdestotrotz ist, glaube ich, meiner Meinung nach sind die Deutschen auch aufgrund von ihrer Sprache her. Den sieht man ja auch sehr, sehr gut beim Max Frisch, Biedermeier und die Brandstifter. Der Deutsche per se ist einfach der Gutmensch. Und er versucht immer wieder das Gute zu erkennen, das Gute nur zu sehen. Und wenn man sich auch Goethe und Schiller und Hermann Hesse und also wenn man die ganze, oder auch Nietzsche, der ein bisschen interessant war hinsichtlich der Frauen, also wenn du zu einer Frau gehst, vergiss die Peitsche nicht, hat er in Also sprach Zarathustra auch schön geschrieben, aber Also sprach Zarathustra auch ein großartiges Buch. Wir haben auch Kant zum Beispiel, der kategorische Imperativ oder Wittgenstein, also wir haben wirklich fantastische Philosophen, fantastische, wundervolle Künstler, auch Michael Ende mit seiner unendlichen Geschichte. Also wir haben auch egal in welchem Land du gehst, auch Henry Thoreau in Amerika, es gibt auf der ganzen Welt oder auch in Italien, Dario Fo oder England, es gibt wirklich wundervolle Menschen, die das Göttliche oder das Wundervolle, das Menschliche, ja, immer wieder den Humanismus, Feuerbach, immer wieder darstellen und wirklich auch leben.
Und das ist egal, auf der ganzen Welt gibt es einfach wundervolle Menschen. Und auch Nelson Mandela und. Also es ist wirklich, oder hier Indien, Gandhi. Also die Menschheitsfamilie, wie der Daniele Ganser das immer so schön beschreibt. Wir sind eine wundervolle Menschheitsfamilie. Und die Anwendung an das Universale, dieses, was wir alle in uns haben, an die Mutter Erde, die auch atmet. Deswegen, ich bin ein absoluter, eigentlich bin ich ein Öko, weil ich glaube, dass wir wirklich für die Erde und für uns, für unser Selbst, wirklich auch diese Anwendung wieder haben müssen für das Universale. Also Mutter Erde, Vater Himmel. Ja? Also es kommt nicht von irgendwo her. Und das ist ja auch bei den Deutschen und bei der ganzen Welt, in jeder Sprache, auch im Russischen. Das ist also hier Dostojewski oder Tolstoi oder Iwasowski, der übrigens in der Krim gelebt hat, ja? Also auf der Krim gelebt hat. Ja, vielen Dank. Also wir werden das Interview mit Ihnen jetzt vorziehen, das werden wir veröffentlichen, weil den Vortrag, da müssen wir also noch ein, zwei Tage dran schneiden. Aber das werden wir mal senden. Also vielen Dank, dass Sie uns hereingelassen haben. Vielen Dank fürs Kommen. Wir werden neutral berichten, so wie es ist. Wir werden nicht nur die Meinung sagen, sondern die Leute sollen sich ihre Meinung bilden, Videos selbst bilden, ja. Und nicht wie viele oder die meisten Mainstream-Sender, die geben noch am Ende von irgendwelchen Videos und filmen dann noch ihren Kommentar dazu, wie die Leute denken sollen. Ja, oder sie schneiden Sachen weg, was auch sehr interessant ist. Ja, das ist ja recht bekannt. Dann vielen Dank. Vielen Dank Ihnen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Danke. Dankeschön.